Ja, dann herzlich willkommen zum letzten Webinar für heute zum Thema Formular- und Signaturprozesse mit IAM Forms und Adobe Sign. Wir sind heute eine etwas größere Gruppe, weil ich habe mir die Experten hier eingeladen, die Firma Ex Unimedia aus München. Und dazu gehören Martin Brösame, Franziska Schelter und Julian Manze. Und vielleicht, Martin, startest du mal kurz eure Firma vorzustellen und dann beginnen wir auch. Und ja, mir bleibt nur viel Spaß zu wünschen. Ich werde ein paar Fragen zwischendurch stellen, vielleicht noch zwei, drei Sachen zum Housekeeping. Diejenigen, die von euch schon mal in so einer Session waren, die kennen das. Da unten gibt es so einen Q&A-Pod auf der rechten Seite. Das ist also, um die Fragen zu platzieren. Die Fragen werden auf alle Fälle beantwortet, entweder schriftlich vom Julian oder mir während der Session oder im Anschluss. Ich kann leider nicht so gut tippen, weil ich hier leicht gehandicapt bin. Deswegen werde ich die nicht währenddessen beantworten. Und ja, wenn sonst irgendwelche Dinge sind, einfach in den Q&A-Quad rein starten. Wir werden alle Slides und alle Recordings im Anschluss an dieses Webinar verteilen. Das heißt, wenn ihr registriert seid, bekommt ihr automatisch ein E-Mail. Da ist ein Recording-Link dabei und es sind auch die Slides dabei. Und natürlich werden die ganzen Dinge hier ausführlich besprochen, also nicht scheuen, irgendwelche Fragen zu stellen. Wir bleiben auch länger als 17 Uhr da, falls das länger dauert. Wir werden also alle Fragen beantworten. Dann übergebe ich an dich, Martin, und wünsche allen viel Spaß und Interesse an IAM Forms mit Adobe Sign. Wunderbar, vielen, vielen Dank, Uli. Vielen Dank für die einführenden Worte. Mein Name ist, wie gesagt, Martin mit dem sperrigen Nachnamen Brösamle. Von der Firma Ex Unimedia. Ich bin seit 11 Jahren bei Ex inzwischen annähernd und bei uns für die Bereiche Vertrieb und Marketing zuständig. Und ich habe zwei Kollegen dabei, eine Kollegin und einen Kollegen, und zwar die Franziska Schelter und den Julian Manzel. Wollt ihr euch selbst kurz vorstellen, also soll ich es machen, Franziska, Julian? Du kannst es, glaube ich, genauso gut mittlerweile. Sag ein Wort zu dir, Julian, komm. Ja gut, ich bin der Julian Manze. Ich bin jetzt, glaube ich, seit ja, fast 7 Jahren mit der damals noch Lifecycle-Technologie zugange, jetzt IAM Forms. Und ja, genau so lange ist natürlich auch schon die digitale Unterschrift ein Thema. Und bin da als, ja, ich würde sagen, technischer Berater tätig und begleite dann eben auch solche Projekte. Und werde heute hoffentlich auch einige Fragen direkt beantworten können. Und genau, gebe dann auch gleich weiter an meine Kollegin, die Franziska, die heute die Live-Demo durchführen wird. Ja, super, danke Julian. Genau, mein Name ist Franziska Schelter. Ich bin jetzt seit 4 Jahren, glaube ich, bei Ex und ich bin einfach nur IAM Forms-Entwicklerin. Genau, ich sorge dafür, dass Formulare entstehen, dass Formulare gut ausschauen und super funktionieren. Und ja, wie man das eben macht, das werden wir mal heute eben sehen. Und das jetzt würde ich an den Martin übergeben. Genau. Ja, wunderbar. Bevor wir gleich loslegen, vielleicht noch ein Satz zu uns. Also die Ex Unimedia ist ein Adobe Business Partner seit 2004 und wir betreuen unter anderem viele Versicherungen, Banken, Energieversorger, Telco-Unternehmen im Bereich IAM Forms und Adobe Sign. Also wir optimieren Dokumenten und Formularprozesse und wollen heute mal ein bisschen über diesen großen Formularkontext sprechen. Das heißt, heute ging es ja schon dediziert um Adobe Sign, um die Document Cloud, um rechtliche Themen. Und wir schauen jetzt mal IAM Forms in Verbindung mit Adobe Sign an. Sprich, wir schauen uns diesen großen Formularkontext an. Und warum machen wir das? Hat einen einfachen Grund, weil ein Formular ist nämlich einer der wichtigsten Berührungspunkte in einer Customer Journey mit einem Kunden. Stellen Sie sich mal vor,
Sie recherchieren auf einer Webseite einer Bank zum Beispiel und möchten gerne einen Kreditkartenantrag abschließen und das Formular funktioniert nicht. Das heißt, die Bank verliert Sie letztlich als Kunde. Oder Sie sind auf der Webseite eines Automobilherstellers, Sie konfigurieren Ihr Auto, möchten sich zu einer Probefahrt anmelden und dieses Anmeldeformular funktioniert nicht. Oder Sie sind bei einer Versicherung und möchten einen Schaden melden und dort haben Sie Probleme mit einem Formular. Sprich, ein Formular ist ein sehr, sehr wichtiger Berührungspunkt für Sie als Kunden mit dem Unternehmen, mit dem Sie gerne interagieren möchten. Und deswegen ist ein Formular eben so wichtig. So, und an der Stelle würde ich gerne meinen Screen mit Ihnen teilen. Ich hoffe, dass Sie meinen Bildschirm auch gleich sehen können. Genau. Hier waren wir schon. Also für den Fall, dass Sie sich fragen, bin ich hier jetzt richtig mit dem, was Sie mir erzählen oder nicht, da haben wir einen ganz kurzen Check gemacht. Also wenn Sie sagen, dass das ein Formular ist, das Sie Ihren Kunden nicht antun möchten, dann würden wir mal behaupten, dass Sie hier richtig sind, weil wir zeigen Ihnen heute, wie man das richtig gut machen kann. Wie haben wir die heutige Demo aufgebaut und den heutigen Termin? Wir würden ganz kurz mal darauf eingehen, was AIM Forms denn eigentlich ist. Einige von Ihnen werden den Begriff vielleicht schon mal gehört haben, viele von Ihnen wahrscheinlich nicht. Da würden wir Ihnen kurz zeigen, was sich dahinter verbirgt. Dann gehen wir darauf ein, was Adobe Sign in Verbindung mit AIM Forms alles machen kann. Anschließend übergebe ich an meine Kollegin, die Franziska, für die Live-Demo. Dann komme ich nochmal ins Spiel, würde das nochmal zusammenfassen, was wir gesehen haben. Habe dann auch noch ein paar Veranstaltungshinweise für den Fall, dass Sie sagen, das war jetzt doch durchaus interessant. Dann hätten wir vielleicht ein paar interessante Next Steps für Sie. Und am Schluss stehen wir Ihnen natürlich für Fragen und Antworten zur Verfügung. Kurz, Martin, kannst du oben diesen weißen Balken mit Hide ausblenden? Das stört ein bisschen. Ah, Entschuldigung. Das ist meine erste Blue Jeans Session. Sorry for that. Okay, was ist AIM Forms oder Experience Manager Forms, wie es ausgeschrieben heißt? AIM Forms ist eine Dokumenten- und Formularplattform, mit dem Sie als Unternehmen Daten einsammeln können, Daten verarbeiten können, Workflows anstoßen können, Dokumente aufbereiten können, Dokumente schützen können und so weiter und so fort. Und wenn man das mal niederbricht quasi in die einzelnen Steps, wie schaut denn sowas konkret aus? Kann man sich vorstellen, es gibt einen Antragsteller oder eine Antragstellerin in unserem Fall, die füllt ein Formular aus, entweder auf ihrem Smartphone oder auf dem Desktop-PC. Dann, wenn sie soweit fertig ist, muss man in einem Formularprozess in der Regel ein Formular unterschreiben. Und da haben wir häufig auch schon den ersten Medienbruch, wenn dann ein Dokument ausgedruckt werden muss und postalisch eingereicht werden muss. Nachdem ein Formular unterschrieben worden ist, erfolgt in der Regel der Formulardatenübergang zu dem Unternehmen, wo man den Antrag stellt. Und anschließend wartet man als Formularersteller. Man wartet vielleicht ein paar Sekunden, bis eine Rückantwort kommt, vielleicht eine Stunde, vielleicht sogar ein paar Tage. Und irgendwann, juhu, ist die Nachricht da. Das heißt, mein Kreditkartenkontoantrag wurde genehmigt und ich bekomme ein Schreiben zurück von der Bank. Oder meine Schadensmeldung wurde beglichen oder wurde akzeptiert. Oder meine Adressänderung wurde akzeptiert. Was auch immer. Das ist quasi ein klassischer Formularprozess und die folgen eigentlich alle immer dem gleichen Weg. Das heißt, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Und wenn man das Ganze jetzt mal anschaut aus einer Unternehmenssicht, was da eigentlich technologisch dahinter steht, schaut es wie folgt aus. Das heißt, beim Schritt 1, bei der Datenerfassung, müssen Sie als Unternehmen eine Formularsoftware haben, wo Sie Formulare erstellen können, die im Idealfall responsive sind, sprich, die passen sich an die Bildschirmgröße an und die sehen top aus auf kleinen Geräten und auf großen Geräten. Dann im Schritt 2 bräuchten Sie eine Lösung, um Formulare digital zu unterschreiben. Und da bietet sie natürlich perfekt eine native Integration mit Adobe Sign an. Sobald ein Formular unterschrieben wurde, hatten wir vorhin gesagt, dass der Antragsteller in der Regel irgendwie einen Nachweis möchte, was er denn eingetragen hat in sein Formular. Und da brauchen Sie quasi einen sogenannten Dokumentenservice, wo Sie zum Beispiel die Formulardaten wieder in ein PDF zurückschreiben. Oder dieses PDF dann umwandeln in einen PDFA, das ist heute auch schon gefallen, was Sie dann quasi Langzeit archivieren können. Und dafür braucht man eben entsprechende Services im Unternehmen. Dann kommt die erste Person ins Spiel. Wenn ein Antragsteller einen Antrag stellt, bekommt in der Regel irgendjemand eine Aufgabe im Unternehmen, der den Antrag prüft oder genehmigt oder eskalieren muss oder vielleicht sogar auch Rückfragen hat, wie wir hier jetzt mal simuliert haben. Und dann kann dann wirklich so ein bisschen Ping-Pong entstehen zwischen Antragsteller und Sachbearbeiter.
Das heißt, hier an der Stelle braucht man als Unternehmen eine Workflow Engine und am Ende des Tages, wenn der Antrag genehmigt wurde oder abgelehnt wurde, braucht man wieder ein Output-System, um irgendwas an den Antragsteller zurückzuschicken. Und diesen kompletten Workflow, den wir jetzt hier sehen, können wir mit IAM Forms abbilden. Und wir haben Kunden und Unternehmen, die IAM Forms quasi von A bis Z verwenden. Aber wir haben natürlich auch Kunden, die sagen, ich habe hier schon diverse Tools, aber ich brauche unbedingt eben eine vernünftige Formularlösung und eine Signaturlösung, wo dann eher die Punkte 1, 2 und 3 ins Spiel kommen. Das ist im Groben eine kurze Beschreibung von IAM Forms. Jetzt hätte ich hier noch eine kurze Folie vorbereitet, welche Use Cases wir und unsere Kunden mit IAM Forms abbilden. Zum einen wird IAM Forms ganz stark eingesetzt im Bereich digitale Antragsstrecken, also vor allem von Versicherungen, von Banken, von Behörden, wo man eben Formulare ins Web bringen möchte. Wir haben auch diverse Kunden, die IAM Forms als Industrieunternehmen einsetzen, zum Beispiel im Bereich Field Service Management. Sprich, der technische Außendienst, der hatte früher diese Durchschlagpapiere, die kennen Sie wahrscheinlich auch alle noch. Heute hat er idealerweise ein Tablet mit dabei, mit einer App und Formularen, die auch offline funktionieren, mit einer Signaturmöglichkeit. Und all das können wir eben auch mit IAM Forms bieten. Wir haben Kunden, die setzen Forms für Massenoutput ein. Das heißt, wenn Sie als Unternehmen zum Beispiel Rechnungsdruck machen oder irgendwelche Bescheide erstellen oder was auch immer quasi im Massendruck erzeugen müssen, haben wir entsprechende Services, um Daten mit einer Dokumentenvorlage zu mergen und eben als Massenoutput zu erzeugen. Andere Unternehmen, für die wir arbeiten, verwenden IAM Forms für die Conversion-Optimierung. Das ist auch wieder der Fall, Sie haben Formulare im Web und Sie wissen nicht recht, wie Ihre Formulare performen. Da kann man zum Beispiel in einem Formular zwei Versionen mal ausspielen und AB-Tests machen und sehen, okay, hier habe ich eine Conversion-Rate von 57%, hier habe ich eine Conversion-Rate von 40%, dann mache ich mit dem besseren Formular weiter. Und über eine Integration mit Adobe Analytics sieht man eben auch genau, wie lange braucht jemand ein Formular auszufüllen, wo steigen Leute ein, wo steigen sie aus, wo klicken sie auf Hilfe. Also hier punktet die Plattform auch sehr, sehr stark. Dann sprach ich gerade eben über Output. Das heißt, wir können über IAM Forms Massenoutput erstellen, aber wir können auch Output erstellen, den ein Sachbearbeiter noch ergänzt über das Tool des Customer Communications heißt. Das heißt, da können wir so weit wie möglich auch schon ein Schreiben vorfertigen und ein Sachbearbeiter kann dann noch ein paar Textpassagen entsprechend anpassen und dann natürlich auch signieren zum Beispiel. Wir haben Kunden, die verwenden IAM Forms für im Bereich Dokumentenschutz. Das heißt, wir können, bevor wir ein PDF-Dokument verteilen, eine Policy einbetten und diese Policy, die bestimmt, wer das Dokument öffnen darf, wie lange das darf, was er damit machen darf und wann es eben nicht mehr öffnen kann. Großer Punkt ist zum Beispiel auch Employee Self-Service. Wir alle wissen, dass es teure HR-Kanäle gibt, wie zum Beispiel den Anruf in der HR-Abteilung, dauert in der Regel vielleicht 10 bis 15 Minuten, bis so ein Fall geklärt ist, oder ein Chat oder eine E-Mail. Und es gibt halt einen sehr starken Trend, dass man quasi viele, viele Tätigkeiten an den Mitarbeiter direkt selbst übergibt, dass er quasi im Employee Self-Service über Formulare, die eben für sich sprechen, seine Anträge gleich direkt selbst ausfüllt. Und natürlich in alles, was wir gerade eben gesehen haben, können wir digitale Signaturen einbinden. Das heißt, da kommt natürlich Adobe Sign ins Spiel, um quasi auf Medienbrüche entsprechend zu verzichten und eine entsprechende Rechtssicherheit zu haben. Und last but not least, großer wichtiger Punkt, vor allem auch wieder im Bereich Banken, Versicherungen, Behörden, wo wir hunderte, teils wirklich tausende von Formularen im Einsatz haben. Innerhalb von IAM Forms gibt es auch eine Oberfläche zur Verwaltung aller Formulare, wo Sie als Antragsteller über eine entsprechende Suchmaske die Formulare finden können. Sie können Formulare verschlagworten, danach suchen. Und auch als Unternehmen haben Sie eben eine zentrale Anlaufstelle, wo alle Ihre unternehmensweiten Formulare liegen. Ganz kurzer Blick auf die Technik, also IAM Forms, war die letzten 20 Jahre in etwa eine serverbasierte Lösung. Das heißt, Sie als Unternehmen haben den IAM Forms Server, früher hieß er Adobe Lifecycle, wie der Kollege gesagt hat, den haben sie in ihrem eigenen Rechenzentrum betrieben. Seit in etwa 5 Jahren bietet Adobe ihnen an, in Azure oder in AWS IAM Forms auch als Managed Service zu betreiben. Und seit ein paar Monaten gibt es IAM Forms auch als Cloud Service. Das nur als kurzer Ausblick. So, wie geht's weiter? Das war jetzt ein kurzer Abriss, was Forms alles kann und in welchen
Die reichen AIM-Forms in der Regel eingesetzt wird in Verbindung mit Adobe Sign. Und jetzt in der Demo wird man Ihnen mal zeigen, wie man wirklich von der Pike an ein Formular neu erstellt, wie man so ein Formular dann auch noch optimiert und an die Bedürfnisse des Fachbereichs ausrichtet. Und am Ende integrieren wir natürlich auch Adobe Sign, damit wir die digitale Unterschrift in so ein Formular bekommen. Und bevor die Franz jetzt gleich mit der Demo loslegt, würde ich ganz kurz noch einen Satz sagen über unseren Use Case. Also wir sind ein fiktives Unternehmen. Wir heißen Amplex Engineering. Wir sind ein Maschinenbauer und wir würden gerne unsere Außendienstprozesse digitalisieren. Und da gibt es auch diverse Anforderungen, die wir bekommen haben aus dem Fachbereich, wie zum Beispiel, wir wollen Medienbrüche eliminieren. Wir wollen geräteunabhängig sein. Das heißt, egal ob Android, iOS oder Windows Device, es muss funktionieren. Wir wollen aber auch, dass die Formulare quasi noch in einem PDF gerendert wird, dass wir das Ding auch noch ausdrucken können, dass wir die Dokumente noch archivieren können. Wir wollen Rechtssicherheit, Datenqualität erhöhen. Wir wollen irgendwann perspektivisch auch unsere Formulare mit einem CRM verknüpfen. Das heißt, wenn ein Sachbearbeiter von uns zum Kunden geht und er eine Aufgabe bekommt, jetzt hier eine Maschine zu warten zum Beispiel, dann wissen wir natürlich, wer der Kunde ist. Und auf eine entsprechende Input-Funktion können wir dann die Formulare auch schon mit Kundendaten vorbefüllen. Formulare sollen toll aussehen und wir wollen halt unseren Kunden bzw. Mitarbeitern auch eine neue, moderne Arbeitswelt bieten. So, und die Demo haben wir jetzt auch zweigeteilt. Es gibt einmal die Sicht eines Formularerstellers, das heißt, die Franziska fängt quasi auf der grünen Wiese an und baut mit Ihnen und mit mir gemeinsam ein Formular und am Schluss wechseln wir mal die Perspektive und bearbeiten das Formular dann aus Sicht eines Anwenders. Das war jetzt genug der Einführung und an der Stelle, Franziska, würde ich dann auch gerne an dich übergeben. Ja, danke, Martin. Dann würde ich genau mit der Demo starten und meinen Bildschirm teilen. Hoffentlich erfolgreich. Wir können es sehen, ja. Perfekt. Sehr gut, genau. Ich starte jetzt hier als Autor. Das heißt, ich werde das Formular erstellen. Ein Autor muss kein krasser Entwickler sein in irgendeiner Form, sondern nur geschult darin sein, AIM-Forms eben zu bedienen. Und wir arbeiten jetzt hier mit einer ganz frischen Instanz, auf der ist noch gar nichts gemacht worden. So kriegen wir das praktisch von Adobe hier geliefert, wenn wir AIM benutzen. Und wir haben nur eine kleine Konfiguration schon gemacht. Und zwar haben wir unsere Instanz mit dem Adobe Sign Cloud Server schon verbunden und auch die SSL-Authentifizierung schon eingerichtet. Weil heute soll der Schwerpunkt sein auf dem Formular und wie wir Adobe Sign in unser Formular bekommen. Deswegen haben wir das schon gemacht. Aber ja, mehr ist noch nicht passiert. Das ist eben der Startbildschirm, wenn ich jetzt auf meine AIM-Instanz gehe. Und nachdem sich heute alles um Formulare dreht, gehen wir auch unter Forms. Unter Forms und Documents werden sich alle unsere Formulare befinden. Da haben wir jetzt noch nichts. Aber ja, gegen diese gehende Leere machen wir jetzt gleich was und erstellen ein Formular hier. Ja, erster Baustein von unserem Formular ist ein Template. Ein Template gibt einfach nur eine gewisse Struktur an, eben auch eine Struktur, die man vielleicht wiederverwenden möchte, wenn man mehrere Formulare, die zum Beispiel den gleichen Header haben oder immer den gleichen Inhalt teilweise haben möchte, dann würde man das alles in das Template tun. Die sind jetzt einfach auch schon von Adobe vorgegeben und ich benutze jetzt, weil wir ja ganz frisch starten, das Blank-Template, da ist noch gar nichts drauf passiert. Und ja, jetzt sind wir dann gleich fertig. Alles, was unser Formular noch braucht, ist einen Titel. Hier wird es sich ja um ein Außendienstformular handeln, deswegen ja, nenne ich das mal so. Und was wir machen werden, um es uns ein bisschen einfacher zu machen, wir werden ein Schema benutzen und anhand von diesem Schema unser Formular bauen. Na, was ist ein Schema? Ein Schema ist einfach nur eine Datei, die vorgibt, welche Strukturen die Daten haben sollen. Das heißt, wenn man vielleicht schon mal also PDFs mit Lifecycle Designer verwendet hat, könnte man schon ein Schema haben. Kann auch ein Schema haben, wenn man gewisse Drittsysteme hat. Die brauchen ja auch die Daten in einem gewissen Format. Und das könnte man hier einfach hochladen. So, genau. Also das ist unser Schema. Lade ich jetzt einfach hier hoch.
wähle noch eine richtige Root-Element raus, gibt nur eins und dann bin ich eigentlich auch schon bereit zu starten und erstelle mein Formular. Möchte es gleich editieren. Okay, das ist unser Formular. Er hat es gleich in den Preview-Mode gestartet. War jetzt noch leer, weil ist da noch nichts drinnen. Wir wollen hier im Edit-Modus sein, weil wir wollen ja hier was editieren. Wir wollen das Formular füllen mit irgendwelchen Feldern. Genau, soweit erstmal das Interface. Hier sehen wir, was in unserem Schema praktisch drin war. Verschiedene Felder, wo man auch schon sieht, okay, das ist auf jeden Fall ein Textfeld. In der Checkliste haben wir auch ein paar Dropdowns. Und ja, ich kann jetzt ganz einfach mit den Überknoten nehme ich mir hier und per Drag and Drop ziehe ich ihn hier rein. Und wunderbar, das sind schon auch ganz schön viele Felder jetzt rausgekommen bei. Genau, die sind auch schon alle praktisch passend auf mein Schema gebunden. Das heißt, wenn ich jetzt die Daten in ein Drittsystem packen würde, würden sie für mich schon passen. Genau. Wow. Fast schon ein Entschuldigung. bisschen wie Logi-Magic. Ja, schon. Also super schnell und easy habe ich jetzt hier was drinnen. Man sieht so das Typische, erstmal wollen wir hier eine Adresse haben, gibt es hier Kontaktdaten. Und dann kommen wir auch schon zu unserer Checkliste, die jetzt spezifisch für unseren Anwendungsfall eben ist, dass wir so ein paar technische Anforderungen einfach überprüfen müssen. Das sieht jetzt noch nicht so toll aus, alles auf einem, ja, auf einem Tab sozusagen, bisschen unübersichtlich. Aber auch das ist hier in IAM-Form super einfach. Ich gehe nur auf das Überpanel, wo jetzt alle meine Felder drin sind und kann hier ganz einfach das Layout verändern. Momentan ist eben responsive, alles auf einer Seite. Kann mich aber noch entscheiden, ob es vielleicht doch ein Wizard sein soll. Tabs on top, Tabs on left. Ich finde jetzt Tabs on left für den Anwendungsfall ganz cool. Und ja, wie man sehen kann, wird es auch gleich automatisch gemacht. Ich kann hier drüber navigieren und es sieht gleich mal ein bisschen aufgeräumter aus. Kann man in so einem Genau. Format auch ein Logo ziehen von dem Unternehmen, also in unserem Fall von Amplex Engineering? Auf jeden Fall. Also ja, genau, ich sehe ganz deinen Punkt. Das sieht jetzt noch überhaupt nicht aus nach irgendeiner Company. Das ist jetzt noch sehr generic. Deswegen fügen wir jetzt eine neue Komponente hinzu. Wir haben jetzt hier auch out of the box ganz viele Komponenten, mit denen ich einfach das Formular jetzt auch bauen könnte und mein Schema hier auch noch erweitern könnte. In dem Fall nehmen wir jetzt hier die Header-Komponente. Kann ich einfach hier suchen. Und dann auch hier. Na. Nochmal. Ja, einfach hier reinziehen. Da habe ich hier meine Header-Komponente, die auch schon gleich Platz bietet, eben für ein Logo-Image. Wenn ich hier wieder auf Konfigurieren klicke, kann ich entweder ein Bild, das eh schon auf meiner IAM-Instanz liegt, oder eine, die auf meinem PC liegt. Das ist in meinem Fall, würde ich es einfach hochladen, hier auswählen. Und mit dem Klick hier auf den Haken, zack, habe ich mein Logo. Das benennen wir auch noch um, denn es geht ja hier um den Außendienst. Und schon hat es ein bisschen. Mikro ausschalten, es gibt Rückkopplung. War nicht an mich, oder? Okay. Wir haben leichte Rückkopplung. Ich habe gesehen, dass der Martin noch sein Mikro zusätzlich auf hat. Wenn er Okay. nicht spricht, dann bitte ausschalten. Okay, super. Also jetzt ist es angepasst an ja, an unsere Company, an unser Amplex Engineering. Genau, nur eine kurze Frage. Ich sehe jetzt hier die Postleitzahl, Franziska. Kann man jetzt hier so ein Validation-Pattern einbauen, dass man quasi sagt, es muss eine fünfstellige Zahl sein? Ist sowas möglich? Natürlich können wir auch gewisse Logiken in unser Formular bringen, weil wir möchten ja sicher gehen, dass unser Nutzer, der das später ausfüllt, so wenig Fehler wie möglich machen kann, damit die Daten, die am Ende rauskommen, auf jeden Fall korrekt für uns sind. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier, wenn es einfach jetzt darum geht, die Anzahl der Zeichen sozusagen zu bestimmen, kann ich hier konfigurieren.
Man sieht hier schon einen Haufen Möglichkeiten, einfach nur ein einziges Feld zu konfigurieren. Das heißt, da ist wirklich viel machbar. Und wir sagen jetzt Minimum Number of Characters muss 5 sein. Genau, damit sonst eine Fehlermeldung auf jeden Fall geschmissen wird. Genau, wenn wir schon hier bei dem Thema Logik, Strukturen und so weiter sind, habe ich noch eine coole Sache, die ich dir auch zeigen kann, Martin. Und zwar haben wir hier in unserer Checkliste versteckt sich ein Repeatable Panel. Das heißt, es ist einfach ein ganzer Bereich in unserem Formular, den wir öfter wiederverwenden wollen, und zwar unserem Nutzer zur Verfügung stellen wollen, dass er es wiederverwenden kann. Das sieht jetzt hier noch unscheinbar aus, aber wenn ich hier gleich das Layout einmal verändere, und zwar zum Akkordeon, gibt es auch nochmal so ein bisschen Adobe Magic, weil hier automatisch kriegen wir ein schönes Layout mit der Funktionalität von diesem Panel, also diesen gesamten Bereich, den nochmal hinzuzufügen oder eben auch zu löschen. Weil wir möchten ja nicht nur die Wartung für ein Objekt machen, sondern für mehrere. Genau. Soweit zu den Repeated Panels. Kurze ja? Frage von meiner Seite. Du hast zu Anfang gesagt, du hast da ein XSD-Schema und das hast du irgendwoher gebaut, wahrscheinlich mit dem Lifecycle Designer oder mit was anderem. Kannst du zwei Takte dazu sagen, was das ist und wie man das am besten und schnellsten erzeugen kann? Was ein Schema ist. Genau, also das Schema gibt eben an, wie die Datenstrukturen eben sein sollen, sein sollen, damit sie eben verarbeitet werden können. Und wie du auch gesagt hast, das kann man im Lifecycle Designer erstellen. Wenn man eben da schon vielleicht PDFs hat, dann kann man das wiederverwenden. Es gibt aber auch sonst noch verschiedene Drittprogramme, mit denen man das machen kann und eben also auch abhängig davon, wo die Daten vielleicht auch hinfließen sollen, in ein CRM-System zum Beispiel, das würde eben auch Einfluss nehmen auf unser Schema. Und so ein Schema ist eine XML-Datei, nehme ich mal an, oder? Genau, es kann eine XML-Datei sein oder aber auch ein JSON. Funktioniert beides wunderbar, ist eine gewisse einfach, was die Präferenz sein kann. Okay, gut. Vielleicht noch kurzer Hinweis für die Zuschauer. Lifecycle Designer gibt es nicht mehr. Was es sehr wohl gibt, ist das Nachfolgeprodukt, der heißt AEM Forms Designer. Und den gab es mal ganz früher mit Acrobat in der Version 10 Pro. Windows war das letzte Mal dabei. Und danach konnte man den auch einzeln noch als Upgrade kriegen. Und der ist bei der Lösung IAM Forms immer dabei. Das ist ein Desktop-Tool. Damit kann man also auch PDF-Formulare bauen, dynamische PDF-Formulare. Und der kann so ein Schema auslassen. Ja, super. Danke nochmal für deinen Zusatz. Klasse. Jetzt hast du uns gezeigt, wie man wiederholende Elemente bauen kann. Jetzt hätte ich mal eine Frage. Und zwar, wenn du nochmal runterscrollst zu dem Kommentarfeld. Oder hier, genau. Da geben Sie den Zustand ein. Also ich weiß, dass unsere Kollegen teilweise nicht wissen, dass wenn sie hier nicht in Ordnung anklicken, dass sie hier auch verpflichtenden Kommentar abgeben müssen. Kann man sowas quasi auch über Regeln steuern? Genau, AEM Forms bietet dafür den Rule Editor. Das heißt, wir würden das Kommentarfeld jetzt einfach mal ausblenden, wenn alles in Ordnung ist, weil da brauchen wir keinen Kommentar. Und wenn aber der Zustand nicht in Ordnung ist, würde es eingeblendet werden und ist ein Mandatory Field. Das heißt, Sie müssen es dann auch ausfüllen. Würde ich jetzt einmal kurz zeigen. Indem ich hier auf den Hammer gehe, komme ich in meinen Rule Editor und kann eine neue Regel erstellen. Dafür habe ich hier dieses wunderbare visuelle Interface, mit dem ich mir das einfach zusammenklicken kann, sozusagen. Und zwar wollen wir machen, dass man das Kommentarfeld eben nur sieht, deswegen Show. Und jetzt brauchen wir noch eine gewisse Condition eben dazu, wann soll denn das passieren? Und zwar wähle ich hier den Radio-Button. Das sind alle meine Felder, die ich im Formular so habe. Kann ich einfach über Drag-and-Drop hier reinziehen. Sage is equal to, also wenn es gleich ist.
Und hier wähle ich eben den passenden String. Ne? Auch das ist hier einfach schon vorbefüllt, kann ich mir jetzt aussuchen. Okay, ich wollte jetzt den Kommentar sehen, wenn es nicht in Ordnung ist. Und damit ist die Regel also schon fertig. Also nochmal kurz, Show, also zeige das Kommentarfeld, wenn der Radio-Button, bitte geben Sie hier den Zustand an, gleich nicht in Ordnung ist. Hier noch ein Else, wenn das also nicht der Fall ist, dann zeigen wir das Kommentarfeld gar nicht. Gut, gehe ich auf Dann und habe meine Regel. Perfekt. Was jetzt noch fehlt, ist, wir wollen natürlich auch unser Formular dann später abschicken in irgendeiner Form und da soll ja auch was passieren. Deswegen füge ich jetzt einen Submit-Button hinzu. Der hat eben schon einfach out of the box also die Funktionalität, dass er eben submittet. Ich kann aber noch konfigurieren in meinem Formular hier oben, was denn nach so einer Submission eigentlich passieren soll. Und da sind schon viele verschiedene Möglichkeiten einfach gegeben. Ich kann eben zu einem REST-Endpoint submitten, das heißt zu irgendeinem Drittsystem, zu einem CRM. Wenn ich da die Daten zum Schluss hinhaben will, würde ich das auswählen. Ich kann verschiedene Workflows danach ansprechen, wie wir gesehen haben, dass man vielleicht nochmal einen Sachbearbeiter hat, der nochmal über die Daten drüber schaut. Und natürlich kann ich Mails versenden. Und das würde ich jetzt für unser Beispiel mal machen. Jetzt einfach an meiner Mailadresse. Genau, perfekt. Und damit haben wir die Submission auch schon konfiguriert. Ja, soweit wäre das Formular jetzt, glaube ich, fertig. Irgendwelche Einwände, Martin? Ein Einwand nicht, aber ich hätte noch eine Frage bzw. eine Bitte. Und zwar bei der Auftrags-ID, du weißt es ja, vergessen unsere Kollegen häufig die ersten beiden Kürzel, die wir dringend brauchen. Und deswegen eine Bitte, gibt es auch die Möglichkeit, dass wir Hilfetext hinzufügen, sprich bei der Auftrags-ID ganz konkret, dass die ID mit AD starten soll. Als Hinweis, geht sowas? Natürlich geht sowas. Genau, wir klicken also auf das Feld in Fragen, das ist eben diese Auftrags-ID, gehen wieder auf Konfigurieren und haben sogar so ein eigenes Tab hier, wo es nur um den Hilfe-Content geht. Kann eine Short Description machen, beim Hovern eingeblendet wird. Wenn es aber mehr Text sein soll, dann macht eine Long Description auf jeden Fall mehr Sinn. Und das wird jetzt dann immer eingeblendet für meinen Nutzer, damit der sich besser in meinem Formular zurechtfindet. Genau, ich gebe jetzt auch den passenden Text dazu ein. Damit hole ich den Nutzer ab und sorge dafür auch wieder, dass weniger Fehler passieren können. Gut, ich glaube, wir haben einen Haufen Logik jetzt schon im Formular drinnen. Ja, das wäre es soweit erstmal hier. Oh, da ist vorhin was schiefgelaufen, wie man sieht. Da ist irgendwie der Header reingehauen. Den löschen wir jetzt gleich. So, jetzt ist wieder aufgeräumt und sauber. Sehr schön. Also ja, funktional haben wir jetzt schon einiges abgedeckt, was wir uns im Fachbereich wünschen. Es sieht jetzt noch nicht wirklich nach Amplex Engineering aus. Und da wäre jetzt die Frage, können wir unsere CI-Farben auch noch irgendwie im Formular abbilden? Genau, also da hast du vollkommen recht. Das ist jetzt noch sehr, ja, einfach generic. Das ist einfach ein Styling, man nennt es auch Theme, was jetzt eben schon einfach auf der Instanz war. Das haben wir jetzt verwendet. Hat jetzt natürlich nichts mit unserer Corporate Identity zu tun. Dafür müssen wir an eine andere Stelle gehen. Wir gehen einmal von den Formularen sozusagen halbwegs weg und gehen zu den Themes. Nein, das Theme, was ich suche, ist hier. Genau. In unserem Formular wird momentan dieses Theme eben verwendet. Und das kann ich eben hier auch einfach editieren. Ich glaube, was erstmal gut tun würde, wäre, wenn wir hier ein bisschen die Farben ändern. Das ist alles sehr grau in grau. Deswegen werde ich jetzt einfach hier, klicke ich auf Background und da habe ich auch schon die Background Color. Ah, okay, so ein helles Grau. Finde ich nicht so schön. Ich möchte lieber einen weißen Hintergrund haben. Finde ich ein bisschen ansprechender, ein bisschen cleaner.
Ja, als Barben möchte ich natürlich auch dafür sorgen, dass die Corporate Identity nicht zu kurz kommt. Zum Beispiel der Submit-Button muss ja immer ein bisschen herausstechen, der ist ja wichtig. Dem gebe ich mal auch einfach eine Background-Color, passend für unsere Company. Dieses wunderschöne Gelb. Und so also ganz am linken Eck gefällt mir das auch noch nicht. Deswegen kann ich hier über Dimensions und Positions auch noch das ändern und packe ihn nach ganz rechts. Aber Leserichtung von links nach rechts, da finde ich ihn besser. Ich kann aber nicht nur sozusagen die Default-Werte ändern, wie sie halt immer ausschauen, sondern auch für Spezialfälle. Wir wollen ja auch, dass es beim Hovern schön aussieht oder wenn was ausgewählt ist. Das will ich jetzt als nächstes machen. Und zwar ist dieses Grau auch nicht passend für uns. Das wollen wir auch durch das Gelb ersetzen. Und zwar, wenn der Status Active ist, das heißt, wir gerade auf dem Feld sind, soll der Background, wir sehen hier schon, der ist dieses Grau, auch unser Gelb sein. Dann ist es viel freundlicher hier. Okay, ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Job jetzt. Das ist ein bisschen hübscher geworden. Würde ich auch sagen, also optisch gefällt mir das mittlerweile ganz gut, aber bisher ist ja auch eine kleine Themaverfehlung, weil wir sprechen in diesem Webcast ja auch über Adobe Sign und da wäre jetzt die Frage an dich, wie bekommen wir hier eine Unterschrift rein? Und darüber hinaus hätte ich als Fachbereich noch die Anforderung, dass wir natürlich auch noch einen PDF-Export benötigen. Kannst du das auch noch sagen, Franziska? Ja, dafür sind wir ja da jetzt, ne? Genau. Wir klicken wieder zurück, wir gehen wieder in unseren Form-Editor rein und machen uns alles bereit für unser Adobe Sign. Dafür brauchen wir eben auch das sogenannte Document of Record. Das müssen wir jetzt einmal praktisch enablen hier. Wir wollen einfach ein generisches, das heißt in diesem Document of Record, in diesem PDF, was zum Schluss eben rauskommt, werden einfach alle Formulardaten hier drin sein. Das kann ich auch ein bisschen konfigurieren schon hier, mein eigenes Tab. Eben auch wieder mit meinem passenden Logo. Der Formtitel muss natürlich auch ausgetauscht werden. Und auch die Akzentfarbe kann ich hier verändern. Und dafür muss ich gar nichts machen, nur außer diesen einen das eine Hackerl setzen, dass ich das Document of Record haben möchte. Das werden wir jetzt auch gleich im Anschluss, wenn wir die Perspektive wechseln und in den Science Step gehen, einmal sehen, was hier rausgekommen ist. Aber jetzt kommen wir ja dahin, wo alle schon drauf gespannt warten. Wir werden den Sign Step integrieren. Und zwar, um das ja hier ein bisschen strukturiert zu machen, wird ja unser Sign Step ein eigenes Zuhause in einem eigenen Panel bekommen. Dafür tue ich einfach nur hier nochmal ein Panel hinzufügen. Gebe dem Ganzen einen Titel. Das ist eben das, was auf der linken Seite angezeigt wird. Und einen Namen. Und jetzt habe ich hier eben unter Standard-Checkliste auch noch mein Signieren-Panel. Genau, dann füge ich den Signature Step eben hinzu. Und ja, mehr muss ich jetzt hier sozusagen an der Stelle nicht machen. Was jetzt noch machen müssen, dass wir Adobe Sign in unserem Formular eben konfigurieren. Und da gehen wir in den Form-Container. Da haben wir vorhin schon die Submission konfiguriert. Und da gibt es einen eigenen Reiter Electronic Signature. Und da ist eben ganz wichtig, ne, dass das hier angeklickt ist, Enable Adobe Sign. Dann kriege ich auch all diese verschiedenen Möglichkeiten. Hier muss ich die Konfiguration von meinem Cloud-Service auswählen. Unser heißt jetzt Webinar Sign. Es könnten eben auch mehrere sein. Das ist wichtig, dass das die richtige ist. Ich kann einen oder mehrere Leute haben, die eben signieren müssen, kann eben auch angeben, ob es eine gewisse Reihenfolge gibt, in denen die signieren müssen oder ob die alle gleichzeitig das theoretisch dürfen und kann natürlich auch hier meine
sozusagen signiere, alle verwalten und erstellen. Auch die kann ich konfigurieren. Genau, denen gebe ich einen gewissen Titel. Genau, dann brauche ich auf jeden Fall eine E-Mail-Adresse, wo auch später die Bestätigung eben hingeschickt werden soll, dass signiert wurde. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann eben einfach eine feste angeben. Ich kann, falls mein Nutzer mir schon bekannt ist und der eingeloggt ist, mir dessen E-Mail-Adresse einfach aus dem System holen. Oder ich hole sie mir aus dem Formular. Und den Weg werden wir jetzt gehen. Wir haben ja extra unser E-Mail-Feld hier. Genau. Was wir noch hier konfigurieren können, ist, sind verschiedene Authentifizierungsmethoden. Es gibt die Möglichkeit, ohne Authentifizierung das eben zu machen. Man kann das phone-based machen. Das heißt, hier würde dann eine Telefonnummer eben benötigt werden, sodass man sich dann über das Handy authentifiziert. Es gibt eine knowledge-based Authentication und über Social Identity. Da sind auch schon mehrere Social Medias schon integriert, zum Beispiel Facebook oder LinkedIn, können aber auch noch erweitert werden. Der Einfachheit halber halten wir es jetzt hier bei NAN. Nur für die Demo jetzt, um das einmal dann zum Schluss eben zeigen zu können. Genau, auch das bestätige ich hier wieder. Das ist auch soweit richtig konfiguriert. Und ja, dann würden wir auch praktisch die Rolle des Autoren verlassen und unser Werk betrachten jetzt. Bevor du das tust, vielleicht noch zwei Takte. Man kann mit der Integration von Adobe Sign sowohl einfach als auch fortgeschritten als auch qualifiziert hier unterschreiben. Das heißt, man kann das in dem Signaturfeld vorgeben, welche Art von Signatur hier notwendig ist. Das funktioniert dann genauso wie bei Adobe Sign, wie wir das ja in den anderen Sessions auch schon gezeigt haben. Also das geht hier auch mit Adobe Sign. Das ist nur noch mal ein kleiner Hinweis. Und vielleicht eine kleine Ergänzung mit den verschiedenen Authentifizierungsmethoden. Das Knowledge Base, das gibt es in Europa nicht, das ist ein US-Verfahren. Also hier passt eher die SMS-Authentifizierung, wenn man eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Okay, super, danke dir. Okay, wenn es keine weiteren Einwände gibt, dann würde ich jetzt eben mal unser Werk betrachten und dafür gehe ich jetzt einfach hier in den Preview-Modus. Was jetzt hier noch fehlt, ist unser Styling und ich befürchte, das liegt am Cache gerade. Der hat sich das Neue noch nicht geholt. Wir können es aber trotzdem hier mal ausfüllen. Ich gebe mir mal Auftrags-ID ein. Sollte man können. So wichtig ist jetzt hier natürlich die richtige E-Mail-Adresse. Hier sehen wir unsere Logik. Solange alles in Ordnung ist, sehen wir kein Kommentarfeld. Wenn es nicht mehr in Ordnung ist, wird es eingeblendet. Also ging super einfach, funktioniert wunderbar. Hier haben wir noch ein kleines Datumsfeld. Gut. Nachdem alles vollständig ist, würden wir jetzt hier zum Signierstep gehen. Dauert einen kleinen Moment, genau. Weil er jetzt hier auch das Document of Record, was wir vorhin ein bisschen konfiguriert haben, eben verwendet. Hier sehen wir, dass alle unsere Daten eben drin sind, die ich eben angegeben habe. Und eben hier ist dann die Möglichkeit zu unterschreiben. Also wie man sehen, hier wird die Akzentfarbe richtig gesetzt. Die Titel, die ich hier ausgewählt habe, ist also alles da. Und es hält mich ja eigentlich nichts mehr davon ab, hier zu signieren. Ich kriege auch hier schon mal die E-Mail, dass jetzt von mir eine Signatur angefordert wird. Hier habe ich auch eben verschiedene Möglichkeiten, jetzt zu signieren. Ich kann das einmal tippen. Ich kann es hier am Computer eben zeichnen.
kann auch ein Bild meiner Signatur verwenden oder ich mache das über mein Mobilgerät. Das wäre jetzt meine Wahl, weil ich da schön auf meinem Touchscreen einfach unterschreiben kann. Richtige Vorwahl finden. So. Habe ich das gesendet. Jetzt wird's hoffentlich funktioniert das gut. Ich würde jetzt nämlich ganz kurz meinen Handyscreen einmal mit Ihnen teilen, damit wir uns das eben anschauen können. Auf Facebook gewesen. Genau. Ja, habe ich jetzt hier meine Nachricht bekommen per SMS von meinem Adobe Sign. Damit öffne ich jetzt einfach hier den Link. Genau, bin jetzt hier auf meiner Oberfläche. Auch hier könnte ich wieder sozusagen ein Foto machen und das gleich hier verwenden. Ich möchte aber unterschreiben und finde den Tipp hier unten ganz gut, dass ich es quer halten soll, damit das gut funktioniert. Das mache ich jetzt auch gleich mal, damit ich hier eben unterschreiben kann. Perfekt. Damit bin ich jetzt ganz zufrieden. Das sieht aus wie meine Unterschrift. Nicht besonders schön, aber so ist sie nun mal. Genau. Und dann klicke ich auf Fertig. Und wenn ich jetzt eben mein Smart View hier wieder beende, kann und zurückkehre hier in den Browser, sieht man, okay, die Unterschrift, die ich gerade auf dem Handy geleistet wurde, ist jetzt hier angekommen und ich wende sie an, klicke auf hier signieren und was dann nur noch bleibt, ist, dass ich jetzt hier gleich eine Bestätigungsmail eben bekomme, dass ich signiert habe mit dem passenden PDF und kann eben auch hier auf Vereinbarung öffnen gehen und mir das nochmal anschauen, was ich denn gerade unterschrieben habe. Genau, super. Das wäre es von mir. Wir haben uns jetzt einmal durchgehangelt von überhaupt gar kein Formular da bis Formular, dann Adobe Sign integriert und zum Schluss auch noch erfolgreich unterschrieben. So viel wäre es von meiner Seite und ich würde jetzt nochmal an dich übergeben, Martin. Ja, klasse, Franz. Ich bin begeistert. Man kann sich, glaube ich, vorstellen, wie viel Power da dahinter steckt, wenn man jetzt dieses Formular in eine App integriert, die AIM Forms zum Beispiel auch mitliefert. Jetzt würde ich an der Stelle nochmal kurz zurückgehen zu 5 Folien, die Sie jetzt noch erwartet, aber vielleicht bleiben Sie noch kurz dabei, weil es, glaube ich, ganz interessant wird. Und zwar, was ich Ihnen noch mit auf den Weg geben möchte, wenn man jetzt mal sich vorstellt, was machen wir mit einem Formular, das wir mit Adobe Sign integrieren? Wie viel Mehrwert können wir daraus schöpfen? Wir können sowas in eine übergeordnete Customer Experience integrieren und so quasi unsere Kundenschnittstelle verbessern. Wir vermeiden. Kann man nichts sehen? Nein. Okay, ich glaube, der gleiche Fehler wie vorher. Entschuldigung. Jetzt sieht man was. Jetzt, okay, sorry. Man muss doppelt bestätigen, jetzt weiß ich beim nächsten Mal. Genau, also was ich gesagt habe, wir können es in eine übergeordnete Customer Experience integrieren, sodass ein Formular nicht irgendwie für sich alleine steht, sondern wirklich in eine Webseite oder in den Prozess oder in eine App integriert ist. Wir können Medienbrüche verhindern und vermeiden und dadurch die Datenqualität verbessern, indem Formulardaten nicht ein zweites Mal abgetippt werden müssen. Wir können Arbeitswelten und Prozesse verbessern. Also wir haben viele Kunden, die kommen eben aus dem Durchschlagspapier technischen Außendienstbereich und die freuen sich ohne Ende, dass ihre Mitarbeiter mittlerweile mit Tablets arbeiten können, mit Apps, mit Aufgabenzuweisungen. Wir können unseren Kunden Insights gewähren in Formularprozesse. Das heißt, auch wenn sie aus der PDF-Welt kommen, dann wissen sie, wenn so ein Formular im Web ist, dass es geöffnet wurde und wenn es übertragen worden ist. Und sie wissen, dass vielleicht von 1000 PDF-Öffnungen 10 übertragen werden. Aber sie wissen nicht, was mit den restlichen 990 passiert. Und wenn sie eben in eine Webwelt gehen, insbesondere mit der Adaptive Forms Technologie, die sie gerade eben gesehen haben, können wir genau nachvollziehen, was passiert, wo ein User einsteigt, wo er aussteigt, wo er auf Hilfe klickt, wie lange er braucht und so weiter und so fort. Und durch permanente Verbesserungen an Formularen können wir natürlich auch die Conversion Rate steigern.
Das ganze Thema Revisionssicherheit haben wir besprochen. Wir können aus HTML-Formularen PDFs erzeugen, digital signieren und stehen dann natürlich auch gut da, wenn uns mal ein Audit droht. Und sind natürlich auch entsprechend flexibel mit der neuen Plattform, um schnell auf neue Anforderungen zu reagieren. Weil Sie können sich's vorstellen, bei einer Versicherung oder bei einer Bank ist ein Formular häufig schon ein neues Produkt. Und in dem Augenblick, wo wir ein neues Formular ausrollen, haben wir quasi ein neues Produkt, das wir verkaufen können. Vieles von dem, was wir Ihnen heute erzählt haben, haben wir in einem White Paper zusammengefasst. Und wenn es interessiert, können Sie gern bei uns vorbeischauen auf der Webseite unter IAM Forms, werden Sie auch sehr, sehr schnell dieses White Paper finden, das Sie da runterladen können. Und last but not least, einen Veranstaltungshinweis an der Stelle. Und zwar, wir als Ex-Unimedia richten einmal im Jahr das sogenannte IAM Forms Forum aus. Das machen wir 2021 zum 8. Mal inzwischen. Und wir haben auch schon sehr, sehr spannende Kundenspeaker bestätigt, haben immer eine Agenda vollgepackt mit Technologie, mit Use Cases. Es ist mittlerweile auch so eine Art Klassentreffen. Also viele Kunden, die waren auch schon 5, 6, 7 Mal bei uns. Man kennt sich, man tauscht sich aus, man gewinnt neue Ideen. Auch der Uli Isermeier war schon diverse Male bei uns auf einer Bühne. Apropos Bühne, mittlerweile gibt es natürlich auch die Möglichkeit, via Livestream an der Veranstaltung teilzunehmen. Das war letztes Mal das erste Mal der Fall. Und in diesem Jahr werden wir es auch wieder hybrid ausrichten. Das heißt vor Ort im Oberanger Theater in München, als auch im Livestream. Also wenn Sie daran Interesse haben, können Sie uns gerne eine E-Mail schicken, dann laden wir Sie ein. Oder Sie schauen auf diversen sozialen Kanälen vorbei, auf LinkedIn, Facebook, Twitter und Konsorten. Da werden Sie uns auf alle Fälle auch finden. Und an der Stelle kommen wir zu den Fragen und hoffentlich auch Antworten. Und würde jetzt an der Stelle auch mal fragen, Julian, gibt es Fragen? Im Q&A wird es. Es gab schon tatsächlich eine, die ich schon direkt im Chat beantwortet habe. Ich würde vielleicht auch nochmal, wir haben jetzt viel über dieses Schema gesprochen, würde ich vielleicht auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, weil das vielleicht so ein bisschen kryptisch ist und eventuell das etwas komplizierter klingt, als es eigentlich ist. Also man kann sich das ganze Schema eigentlich wie eine Baumstruktur vorstellen. Wir haben es vorhin bei der Franziska gesehen, dass das Formular eigentlich wie so ein Baum aufgebaut ist. Das heißt, wir haben verschiedene Äste, wo denn unsere Felder sind. Wir haben auch noch eigene Gruppierungen, die quasi als Ast dienen, wo dann hinterher die Blätter dran sind. Das heißt, so können wir das ganze Formular vorstellen und nichts anderes ist eigentlich auch dieses Schema, das eben optional in XML oder auch in JSON sein kann. Und eben auch aus eventuellen bestehenden Formularen genutzt werden kann. Da gibt es diverse freie Tools auch im Internet, um diese Schematas zu erstellen. Den können wir uns natürlich alle bedienen. Wichtig ist aber an der Stelle auch, so ein Formular muss kein Schema haben. Das heißt, ich kann auch, wenn ich jetzt damit alles, ich will einfach nur ein Formular zusammenklicken, dann installiere ich mir mein AEM und kann auch direkt drauf loslegen. Jetzt in der Demo ist es natürlich schön, weil es uns viel Arbeit bei dem Erstellungsprozess erleichtert. Aber ich kann auch wie einem Designer mir die Felder zusammenklicken und aus Vorlagen rüberziehen via Drag and Drop. Das ist auch kein Problem. Genau. Ich habe mal zwei Fragen und zwar IAM Forms bietet ja auch ein Workflow Engine. Wie würde das aussehen, wenn man da so einen sehr, sehr komplexen Workflow macht und nicht nur zwei Unterschriften, sondern diesen Workflow mit integriert? Erste Frage und zweite Frage, wir haben ja sehr viele Kunden, die SAP im Einsatz haben. Wie kann man das mit SAP koppeln? Erste Frage, die kann ich dir sogar mit zwei Workflow Engine beantworten, die aktuell verfügbar sind. Es gibt nämlich historisch noch die alte Workflow Engine aus dem Lifecycle, aus der Lifecycle Welt, die ist sehr umfangreich und mächtig. Dort lassen sich eben auch sehr viel komplexe Prozesse abbilden.
Viele Großunternehmen haben die natürlich auch noch im Einsatz, weil solche Prozesse eben entsprechend viel Aufwand gekostet haben, um die dort zu pflegen. Und die laufen natürlich heute auch noch. Dort lassen sich auch Aufgaben zuweisen, genauso wie in der neuen Lösung, die aus der AIM-Welt kommt. Das sind die sogenannten OSGI-Workflows, die mittlerweile deutlich an Funktionen zugewonnen haben und eigentlich auch so gut wie alle Use Cases abdecken können. Und auch dort lassen sich dann auch solche Zeilenprozesse direkt nutzen. Dort sind auch die Zeilenprozesse auch schon vorkonfiguriert. Das heißt, ich kann sie direkt in der Workflow-Suite im AIM, kann ich direkt auch via Drag and Drop wieder mir die Prozesse zusammenklicken und genau so einen Zeilenschritt dann eben integrieren. Genau. Und deine andere Frage, jetzt hätte ich mir noch ganz kurz auf die Sprünge, Entschuldigung. Jetzt bist du gerade auf Mute, leider, ich höre dich nicht. Daten aus SAP Ah, raus und genau, in SAP wieder rein. Da gibt es ja ja. auch eine native Schnittstelle. Vielleicht kannst du da zwei Sachen dazu sagen. Ja, genau. Jetzt hast du die Frage eigentlich schon beantwortet. Da gibt es schon eine Schnittstelle, die wir nutzen können. Das heißt, SAP und Adobe sind da eine Partnerschaft eingegangen, um eben solche Schnittstellen zu definieren. Zu Schnittstellen generell kann man natürlich auch sagen, Adobe oder AIM Forms sieht sich hier nicht als führendes System. Das heißt, die Grundarchitektur geht von Schnittstellen aus. Das heißt, wir wollen, wenn wir so ein Formular haben, eigentlich immer irgendwelche Daten konsumieren und wollen die ich würde sagen, in 90% der Fällen auch wieder irgendwo hinschreiben. Und da es ja eine Software ist, die von vielen großen Unternehmen genutzt wird, ist die Verbindung zu SAP natürlich sehr naheliegend. Und genau, aber da gibt es eben auch durch diese Partnerschaft schon gewisse Module, die wir nutzen können. Ja, Genau. gute Frage, weil das kommt natürlich sehr oft, die Frage, was ist das für ein Aufwand, da eine SAP-Kopplung zu machen? Muss da programmiert werden oder gibt es das out of the box und ich kann das mit Klick, Klick, Klick machen? Vielleicht kannst du zwei Sätze noch dazu zum Abschluss sagen. Ja. Also generell kann man so viel, kann man fast alle Schnittstellen, wenn die SOAP oder REST sind, idealerweise auch Swagger-Fi vorliegt, kann man sogar direkt nutzen. Das ist jetzt alles ein bisschen technisch, aber generell gibt es dort Out-of-the-Box-Module, die man nur konfigurieren muss. Das Data Model ist da an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal zu erwähnen, falls jemand das nochmal googeln möchte an der Stelle. Das ermöglicht eben der IT-Person wie den Autoren, die jetzt nicht unbedingt die Schnittstellen kennen oder auch gar nicht wissen sollen, weil da eventuell irgendwelche Passwörter natürlich abgefragt werden, gibt der IT die Möglichkeit, solche Schnittstellen zu konfigurieren und die Autoren, die dann das Formular nutzen, können das dann sich in dem Formular direkt zusammenklicken, auch wieder ohne Programmier. Also ohne programmieren zu müssen und genau die SAP-Schnittstelle geht oder die SAP-Anbindung geht da natürlich noch mehr drüber ein bisschen hinaus. Sehr Genau. gut, prima. Gut, dann würde ich sagen, wir haben kurz vor 5. Alle wollen in den Feierabend und es ist ein schöner, warmer Abend, zumindest hier am Ammersee. Ich hoffe, bei euch auch. Vielen Dank Leider nicht. für die eindrucksvolle Darstellung und Präsentation von iForms und den Möglichkeiten, wie man dort komplexere Formularprozesse hier gestalten kann. Vielen Dank, Franziska, vielen Dank, Martin, vielen Dank, Julian. Wie schon gesagt, wir werden das im Anschluss zur Verfügung stellen und dann können Sie sich das alles nochmal in Ruhe anschauen. Und dann bedanken wir uns und wünschen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.